Hallihallo, willkommen zum Let's Play mit Benny und Mix deinem Kommentar. Ich wollte gerade sagen, willkommen zum Bennys YouTube-Channel, weil ich bin eigentlich eh nur der Gast, der da sitzt und. Statist. Leck mich. Wir legen weiter los und beziehungsweise das heißt wir. Er spielt, ich hock da, bin grumpy. Und wenn ich mal dran bin, ist das Spiel gegen mich. Das hilft ja. Wow. Ich hab so viel Potenzial. Ja, das hat man gesehen. Also nachts, wenn ich träume, schon. Auch tags, wenn du träumst. Echt, absolut. So. Achso, wir haben ja schon eine coole Pause gemacht jetzt hier. Wir machen einfach mal direkt weiter. Genau. Gespeichert haben wir. Gespeichert hast du gerade im Augenblick, deswegen habe ich ja gesagt so. Okay, alles los. Cool. Sag mal, was ist da eigentlich hinter der Tür? Ja, ich weiß, das ist... Oh, ich wollte eigentlich erstmal durchgucken. Das ist hinter der Tür. Was? Wie hat denn der Arsch mich jetzt gesehen, Alter? Ich stand so ums Eck, fick nochmal. Ich hab keine Ahnung. Oder ist das ein Paladin-Arschloch, oder? Das ist... Das sieht aus wie ein Metzger. Der hat so einen Doktor mit so einer Doktor... Nase an. Ja, wie so ein Pest-Typ halt. Ja. Weißt du was? Ach, man kann die Tür nicht wieder zumachen, Alter. Ich wollte jetzt einfach mal die Tür wieder zumachen. So, oh, genug. Ja, ja. Danke. So, wie kommen wir jetzt da am besten? Von hier halt. Von hier ist halt nicht so hoch. Ja, ja. Ich rede aber eher von den... Wie man da vorbeikommt, meinst du? Fünf Leuten, die da stehen. Das mache ich kurz. Ja, mach mal kurz. Schon blöd, das mal. Komisch. Das sind doch keine Morgensterne. Scheißspiel. Change User to run the system. Wir könnten uns aber eigentlich Lauf. Wie gesagt, ich mach das kurz. Ja. Da steckt ein Messer. Hast du gesehen? Nö. Rechts. Ich seh's nicht. Ah, doch, da! Krasser Kack. Gell? Ja. Ich hab Adleraugen, ich hab auch Talente. Spielerisch nicht gerade. Ja, du hilfst mir. Du hilfst mir immer wieder. Ich bin die Navi bei Zelda. Nervig, aber ab und zu freut man sich, dass es da ist. Ja, wie Robin. Ich bin doch nicht Robin, Mann. Halt nicht. Motz halt rum. Ich bin eher wie Hitgirl und du bist Kick-Ass, ne, andersrum. Du doch, bist Kick-Ass. Nee, ich bin Kick-Ass und du Hitgirl, weil Hitgirl hat's einfach mehr drauf. Entschuldigung. Oh, wo ist jetzt hier das blöde scheiß Labor, ey? Da, wo der Pfeil hinzeigt, wird, Mann. 17 Meter da oben. Treppe hoch! Ja, ja, hab's gesehen, danke. Navi! Ich muss nochmal gucken hier, was hier für Mongos stehen. Bitte in 10 Metern so ein scheiß Paladin abbiegen. Ja, steht ein verkackter Paladin mit rum. Wo? Da. Oh, der Leuchtefuchs. Kein Kotzdruck sehe ich, du. Nee. Oh, da hinten steht ein Heiltrank! Ja, ich weiß, den will ich unbedingt nehmen. So mitnehmen. Ein Messer hast du? Eins. Ja, aber dann hilft gegen den Paladin halt nichts. Nee, nur um es gegen den Kopf zu werfen, damit es Klong macht und er sich fragt, was war das? Ich würde es einfach unter den Tisch. An den Tisch, Alter. Okay, du kannst dich unsichtbar machen, glaube ich. Nee, doch nicht. Du hast nicht genug Gold. Ne, stimmt, wir können uns ja rein theoretisch auch öfter. Ist egal, jetzt bin ich hier oben. Öfter unsichtbar machen, gell, schon bemerkt, wegen dem Goldgebrauch etc. Ja, glaube ich, im Auge skillt, soweit ich mich noch entsinnen kann. Weißt du, wie viel eigentlich nur vor uns liegt, wenn jedes Level wirklich durch unter vier Abschnitte unterteilt ist? Und wir so langsam sind? Schnell meine ich, verdammt schnell. Ich finde eigentlich auch, dass wir recht schnell sind. Ja, eigentlich schon, also wir lassen uns jetzt gerade schon krachen. Also du. Sei nicht so hart zu dir selbst. Weißt du, was ich jetzt machen würde, wenn ich keine Bereitschaft hätte? Würdest jetzt ordentlich einsaufen? Ja, mein Frust
Ertränken. Aber ich bemerke immer wieder, dass der alte Spruch, bla bla, meine Probleme können halt doch schwimmen. Das kenne ich gar nicht. Das kennst du nicht? Nee. Meine Probleme in Alkohol ertränken, aber leider können sie schwimmen. Ja. Kenne ich gar nicht. Nein? Nee, echt nicht. Aber oh, das ist cool. Deswegen gibt es ihn auch schon so lang. Mhm. Na, man lernt nie aus, gell? Habt ihr auch einen neuen Spruch gelernt? Ha! Bin ein Fuchs! Almost there. Reinstecke, Fuchs. Just gotta cross this area and I should be in the high security section. Damn it, what are they up to here? One thing sure. Der Baum sieht schon ein bisschen freaky aus. The bars when I find out. Zum Hochsicherheitstrakt. Das erinnert mich an das eine Level bei Dark Souls. Ja. Aber irgendwie bin ich gerade noch am grübeln, ob ich wirklich auf diesen scheiß Baum bin. Ja, aber ich glaube wohl übel schon, weil ein Zimmer. Was überlegst du? Ob es hier irgendwo was an der Seite gibt, weil ich will nicht auf dem Baum. Warum gefällt er dir nicht? Nein. Zu arg geschminkt, gell? Ja. Finde ich auch. Sieht ja aus wie einer aus RTL 2. Ja. Weiß nicht, ich schau kein Fernsehen. Sorry. Aber ich kann mir vorstellen, was du meinst. Ich auch nicht. Aber das frühere RTL 2, wo wir noch kennen, ja, da war schlimm. So, jetzt können wir mal das mal ausprobieren, ob ich hier in dieses scheiß Teil springen kann, weil wenn ich sterbe, dann bist du eh wieder dran, freust dich. Du kommst schon. Hast du eigentlich den Springknopf überhaupt gedrückt? Ja. Entschuldigung. Sah aus wie. Halt nochmal. So. Hab's probiert. Und das war jetzt der Test für dich, so, haha, es kommt ein Weg dran, der ist eh nicht länger als 3 Minuten am Pad. Was? Nein. Oder wolltest du einfach nur was Gutes tun? Ich wollte nur gucken, ob man an das Seil springen kann. Ich wollte was Sinnvolles tun. Du wolltest nur meine Laune anheben, damit ich endlich am Pad bin. Weil ich sonst die ganze Zeit immer ich mein weißt du, was ich meine? Möchtest du einen Twix essen? Nee, danke. Teil dich, Arschloch. Fick dich doch. Homo Furt. Kackwurst. Ja. Ach, scheiße, das war dein Handy. Ja, war wichtig. Ja, da wollte ich dir mal sagen. Dein Spiel endlich. Ohne Scheiß, der Unterschied zwischen iPhone und Samsung oder so Handy ist. Belehrung, ja. Samsung oder solche Handys kaufen sich Frauen, da kann man die Vibrationslänge einstellen. Ich weiß nicht, ob es beim iPhone kann, ich habe es zumindest schon nicht gesucht, weil meine Vibrationskürze, wie ich es so schön nenne, macht nämlich zzzp, und dann ist auch Ruhe. Aber nein, wenn hier der Mr. Fürst neben mir irgendeine Nachricht bekommt, dann springt das Handy einmal quer durch den Raum und gibt und Mick noch eine mit auf den Weg zurück, was ich sehr amüsant finde. Ist da alles gut? Du weißt gar nicht, was du hast? Ich auch nicht. Müsst ihr euch rennen hier einfach mal im Kreis? Ich laufe erstmal den gleichen Weg wie du. Nur besser, hoffe ich doch mal. Viel besser. Ohne Seil. Wenn ich jetzt da runter springe und einfach sterbe, dann. Ach, schade. Ey. Lalalala. Wir haben übrigens einen Heiltrag gerade eingesammelt. Fällt mir gerade so ein. Gümmelte. Aber fahren bitte nicht wieder an den Sack. Also wenn, dann stirbst du bitte gleich. Also meinst du auf einmal und jetzt... ja, wenn dann leerst du den roten Balken gleich auf einmal, so wie das richtige Männer mit dem Bier tun. In roten Dosen an einem Bahnübergang. Autospeicher. Drück mal auf Dings, auf dieses Mittelteil, ob wir hier irgendwelche coolen Aufgaben haben. Da hat sich einer erhängt. Röhrenkondensator für Oskar. Und ich glaube nämlich, dass das Röhrenflasche. Dass wir hier in der Nähe sind. Oh no, was ist denn auf der Karte so alles drauf? Ich sehe keinen Röhrenkondensator, nur der Baum. Da, wo der Baum ist, sind wir gerade, glaube ich. Ja, da irgendwo da waren wir. Da von... Oben links ist so eine coole Flasche. Aber ich glaube nicht, dass das der Röhrenkondensator ist. Egal, dann machen wir einfach mal. Wenn wir den Röhrenkondensator sehen. Da links, das sieht aus wie ein Röhrenkondensator. Ich töte mal das... Das Herumlaufi. Ach man, fuck you! Töten einfach. Ich muss mich mal kurz unter dem Tisch verstecken. Ach nein, fuck! Genau, versteck dich unter dem Tisch. Fuck you, bitch. So, gibt's hier was? Nehmen. Scheiße. Glitzer. Das sieht ja alles voll röhrenkondensatormäßig aus, hey. Ohne Spaß, verarscht mich halt. So, Schlepp den da mal weg, vielleicht kannst du irgendwo was einsammeln. Wohin denn?
Ja, da runter irgendwo. Soll ich mal schmeißen? Ach, ich schmeiß es einfach mal. Guck mal, das sind Kakerläuse, das ist okay. Ja, genau. Alter, da la. Den meinst du? Ich hab da nur Kakerläuse gesehen. Ah, Mann, ich bin doch echt unvorsichtig. Und außerdem laufe ich die ganze Zeit aufrecht. Ja, was auch der Grund dafür ist, warum sie dich vorhin entdeckt haben. Das schon nur zu laut sagen. Die Frage guck ist, mal, hier wo gibt's der Röhrenkondensator ist. Ja, ich weiß, die verbrennen da Leute. Meine Fresse. Interessiert dich der Röhrenkondensator so arg? Kill mal über den Typen, der gerade so schön dein Werk betrachtet. Ja, warte los, mal. Komm, geh hin! Ja, warte doch. Was? Hast du jetzt gezögert oder hätte er sich jetzt wieder umgedreht? So, wo muss ich denn das eigentlich hin? Ich muss ja zum Hochsicherheitstrakt. Ich springe jetzt da einfach mal hier auf den Kronleuchter. Ja. Hui! Ist kein Kronleuchter. Ja, so zwischen Kronleuchterbalken gest. Aber da kannst du einen Kronleuchter lösen. Halt, fuck, der. Oh, lösen. Ja, ich warte jetzt einfach mal, bis da hier irgendwie einer da in der Mitte. Da steht zumindest einer. Ich weiß nicht, der? Ob du den mit erwischt. Aber der, ich warte, bis der. Der andere da mit runter ja, genau. Ja, dürfte es sein. Hui! Ah, die sind eh nur so, solche Schreihälse und machen nichts. Ja, ich glaube, der hat gerade das Schwert gezogen. Ja. Irgendeiner von denen. Das sind diese Huttypen, weißt du? Ich weiß nicht, ob die so cool drauf sind. Ja. Also diese coolen. Früher als Ärzte. Waren sie schon böse. Bekannt. Die suchen sogar nach dir. Und stehen auf glühenden Kohlen, ohne dass du was. Ja, das finde ich voll unfair. Was ausmacht. Und jetzt? Jetzt muss ich irgendwie gucken, wie ich weiter runterkomme, oder? Häng an die Kakerläuse. Kommen da die Kakerläuse? So. Wie mache ich mich eigentlich nochmal unsichtbar? L2 und 4. Ja, okay, nur das ist. Mal. Noch Raffel. Fuck, muss ich noch weiter runter oder was? Natürlich. Scheiße, wo muss ich denn da hin? Sonst wärst du ja jetzt schon da. Ich glaube, wir müssen schon noch ein bisschen durch das Level latschen. Weißt du, die Game Designer, die sagen sich nicht. Wir könnten auch mal zwischendrin ein Level einbauen, das nur 3 Minuten 50 lang ist. Da könnte ich auch das ganze Level spielen. Du spielst jetzt schon überdurchschnittlich lange. Für mich. Ha! Ich bin sogar gar nicht mal so. Ich könnte mal hier speichern, ne? Weil ich so cool bin. Weil du es schon lange nicht mehr gemacht hast. Und. Ja, ich hab ganz vergessen, wie es geht. Und das fühlt sich so gut an, diese Control. Mein Schatz. Der steht aber echt beschissen da. Geh einfach hinter ihn und mock's nach. Wo ist der andere hin da vorne? Und was steckt da eigentlich Gelbes da? Das sieht voll interessant aus, aber ich glaube, das kann ich nicht nehmen, gell? Glaube ich auch nicht. Bitte. Du bist doch extra gestorben, damit es mir besser geht. Kannst du mir doch nicht erzählen, dass du da extra an das Seil gesprungen bist, du. Doch, ich hab's echt probiert. Da sind noch mehr. Ich hab mir einfach gedacht, okay, probierst jetzt. Ah, das links ist ein Heiltrank. Oh, yeah. Alter, was geht mit dir? Ich habe einfach überlegt, ob man das Seil springen kann. Weil es ja so lange beschäftigt hatte. Ja. So, wie komme ich jetzt zu dem? Bitte. Ich würde nur mal interessieren, wo der Röhrenkondensator ist. Ja, würde mich auch interessieren. Oh, guck mal, da kann ich hier. Warte mal. Ja, kann ich doch mal. Alter, muss ich mal kurz kotzen hier. Ich muss hier drunter und das muss ich hier dann umsteuern. Weil hier habe ich gesehen, dass der Mr. Klon hier durchkommt. Um was zu tun? Ja, ich habe eigentlich gehofft, die Tür aufzumachen. Lauf halt mal weiter, vielleicht findest du noch irgendwas Cooles. Ach, da, hier. Da zum Beispiel. Ha. Ah, das wird das so. Oh, warte mal, jetzt muss ich hier. Wechseln. X. Ja. Fuck. So, jetzt muss ich da guck rein. Guck mal auf den. Okay. Ne, guck nicht.
Ah, jetzt muss ich hier, jetzt mache ich jetzt das eh wieder zu, das ist doch scheißegal eigentlich. Halt. So wird es gemacht. Spring nur auf Wreckage seine Arme. Hey, das wäre mal voll interessant, mit dem kommt man bestimmt dahin, wo man normal so nicht hinkommen kann. Nein, whatever. Mach den mal noch kaputt. Bam. Genau, da bekommen wir wieder was zurück. Da sind Pilze. Pilze. Da sind Typen. Ich bin absoluter Umschauer, merkst du das? Oh, ist das schön hier mal so sitzen, gell? Und chillen und. Echt entspannt manchmal. Mhm. Ich kann da rüber springen. Mhm. Oh, guck mal, der direkte Weg. Da kommt der Wreckage durch, gell? Mhm, ja. Das heißt. Dass du da unten erstmal aufräumen muss. Ja, irgendwie schon ein bisschen. Guck mal, da kann ich runterklettern, oder? Das ist richtig. Ha. Aber die Frage ist. Was passiert, wenn ich das mache? Ah, so, so, das oben. Fuck. Grundstein, der kann auch klettern, gell? Mhm. So. Ups. Alter, kann man so ein Mehl haben, ey. Sehr brutal. Auto speichern. So. Machen wir auf. So. Ist mal gar nicht so schlecht, gell? Was kann ich hier noch machen? Kann die Leute mal ablenken, oder? Das ablenken? Ja, dann sind sie aber alarmiert und suchen dann rum. Das ist scheiße, ja. Mach den einfach kaputt. So, jetzt mach ich die gleiche Scheiße nochmal mit mir. Ja, wenn du das so nochmal so gut hinkriegst, du. Dann bin ich begeistert. Natürlich nicht. Ah, fuck! Ich will unsichtbar. Fuck you. Fuck you. Ja, ich. Oh, fuck. Shit. Alter, geht aber gar nicht ab. Fuck, warum drücke ich eigentlich den Kreis, wenn er dann doch nicht aufrecht läuft? Weil du aufrecht gelaufen bist. Nicht zwischendrin? Habe ich da nochmal einen Kreis drückt wahrscheinlich? Ja, wahrscheinlich. Ups. Shit. Endlich komme ich mal wieder dran, Leute, ey. Ewig nicht mehr gespielt. Aber ich, also erfahrungstechnisch war das jetzt gar nicht mal so schlecht. Ja. Wo war das Autospeichern jetzt? Wäre lustig, wenn das Autospeichern jetzt mit Wreckage 1000 wird, weil es nicht kraftvoll hat, das Spiel. Das könnte sogar sein. Ja. Behalt ihn jetzt mal noch. Mhm. Oh fuck. Falscher Knopf. Ja. Können wir das mit dem Springen da rüber und so? Richtigen Moment abpassen. Jetzt. Auch nicht gut. Unsichtbar, noch unsichtbar. Goldharz trinken. Geh mal unter den Tisch. Zu Sigurd. So lange die noch suchen, weißt du? Ich glaube eh nicht, dass die runterkommen. Brother Aaron at least knows what he wants. The governor should retire and leave the keys of Akanash to him. Yes. We currently wouldn't have to put up with the company of root suckers. Das sind halt jetzt hier Inquisitoren, ne? Mhm, ich laufe mal weg. Dass man aufrecht laufen können, leise, das ist auch bewusst, gell?
Ja, ja, nur. A lot of stuff that could look like Roscan's bulb thing here. I better keep my eyes wide open. Ah, das Röhrending müsste hier irgendwo sein. Röhrenkondensator 20 Meter. Steht's dran, oder was? Ja, ja, da. Ah, ja, da. Ja. Alter, hier sind so viele Wachen. I'm beginning to understand why prisoners are never seen again. What do these assholes think they're doing? Strange though, this lad. Me. My head. Oh, the pain. It's unbearable. Ich hab's gesehen, ey. It's as if my skull caught on fire and somebody wanted to put it out with a fucking fork. It's as if somebody wanted to get inside. Bang, bang, bang. Well, come on in for crying out loud. If that's what you want. Ja, spring doch drüben auf die Schränke und dann da rein in das Loch. Da sind auch Pilze. Boah, ich hab grad auch gedacht, das wäre nicht ganz gut gegangen. I think this is the fabulous thing that Oscar wanted. And where does he want to put that? Fucking pervert. Es lauf schnell, wenn das sich dreht. Na, die Stühle umstoßen. Fuck, der dreht sich! Oh, gleich mal schon unter den Tisch. Arschloch. Gleich mal schon unter den Tisch. Jetzt gehen wir unter den Tisch. Der andere dreht sich nicht gleich. Oder so. Oh, das für die Szene. Oh, ich hab Angst. Warum dreht er sich die ganze Zeit? Um, ey. Wo ist jetzt der Fette? Der andere ist weg. Jetzt geht's. Oh, da ist da. Scheiße. Du siehst. Zeig dir das, sieh dich. Fuck it. Understood. Nein. Na, seht ihr das? Die sind da oben, der Wichser. Was ist denn ein Tisch sollen? Das hätte ich dir nicht gesagt, dass du ein Tisch sollst. Ja, aber dann hätte der andere mich ja gesehen. Ach, der hat bloß einen scheiß Helm auf und ist voll gepanzert, weißt? Ja, was soll denn das? Jedem rammen wir hier das scheiß Messer in den Bauch. Kannst du auch das Messer in den Arsch stecken. Und jetzt, das geht's weg. Schnapp dir den Kondensator. So. Wo müssen wir jetzt hin? So muss ich jetzt drücken, schön. Da pennt einer. Treppen hoch würde ich jetzt erstmal nehmen, oder? Ich will da durch. Oder so, ja. Eigentlich. Müssen die hinglauben? Oder? Der macht die. Der Wichser. Ja, ich schmeiß erstmal die Fackel hier links aus, dann kill ich den. Geht der mich schon mal nicht mehr auf den Sack? Was? Das ist ein berührt, Mann. Behindert! Hast du gespeichert? Also Autospeichern nach dem Röhrenteil. Oh Gott. Womit der Auskern sich vergnügen möchte. Hoffentlich ist der Speicherpunkt so nicht so, dass ich jetzt rauskomme und ich glaube ja. Ich glaube, du musst rennen. Fuck. Wobei die mich ja nur gehört haben, dadurch, dass ich den Stuhl umgerannt bin. Hab. Tut. Lassen. Machen. Sollen. Werden. Haben. Könnten. Keine Lust mehr. Wieso? Ich fand das schön. Das ist genauso wie unser Wörter assoziieren, was wir schon lange nicht mehr gemacht haben. Ja, soll das. Mick. Was machst du wieder für einen Quatsch? Ich stelle mich jetzt erstmal da drunter. Ja genau, während die dich suchen, das ist ein guter Plan. Ja, nicht ganz so übel. Und der unter Tische guckt. Guckt halt unter den falschen Tisch. Das ist der gleiche. Der guckt unter jeden Tisch. Ach Mann, du Ficker! Mann! Auf weiter, auf rechts rum. Da müssen wir lang. Genau.
Jetzt duck dich mal wieder und... Alter. Ich wollte einfach drauf losläufst. Das ist halt kann immer ich den töten, Mann? Ja, töten einfach. Einmal achte ich mehr auf die Umgebung. Genau. Blöd, ha? Ach komm. Da oben ist auch noch so ein Wichser. Ach komm, warum sind die eigentlich immer lustiger? Da oben ist nur der Paladin. Nur. Ja, ja, aber der rennt ja nicht zu dir. Ich hab doch mal schwer. Der sucht woanders nach dir. Wird er assoziieren? Wache. Arschloch. Nick. Ach komm. Smiley. Spotted. Fällt dir nichts Besseres auf Smiley ein? Warum? Das ist kreativ. Keiner ich weiß, warum ich auf Spotted komme. Ja, das stimmt wohl. Das ist ein guter Plan. Ja, ich hab gedacht, dass sie nicht so weit gucken können, aber sie können uns halt seit irgendwas Handy gefressen, dass die jetzt 3 Meter weit. Was ist denn in diesem Ding drin? Tote Menschen. Voll riesig, das sind wahrscheinlich die Elfen. Lauf mal lieber weiter, bevor die sich umdrehen. Voll schlimm hier, ich hab fast Angst. Wo waren wir bei Spotted? Hater. Promis. Roter Teppich. Ich glaub, dann läuft das. Oscars. Filme. Kino. Autospeicher. Kino, ja, gleichzeitig Schauspieler wird er assoziieren, ne? Gerard Butler. Cooler Typ. Ich. Immer am Pad. Mick. Was? Ja. Ich bin nicht immer am Pad. Ja, deswegen. Das Gegenteil von immer am Pad. Okay, fangen wir jetzt gegenseitig hier wieder aus. Nee, aber das ist mir jetzt einfach dazu eingefallen. Okay. In Kombination halt. Also ja, okay, warte, ich sag was anderes. Ey. Ich nehme was anderes. Immer am Pad? Ja, super. Was soll ich auf immer am Pad sagen? Pad. Pad. Was geht eigentlich mit denen jetzt ab? Warum? Alter, da kann man ja fast nur durchsichtig. Durchsichtig? Du kannst da runter. Ja, und dann? Siehst du das? Ja, da geht's noch weiter runter. Ja, da geht. Und dann? Ja, pf, keine Ahnung, was wir da runterspringen? Keine Ahnung, das wird ja nicht umsonst dann gemacht sein. Aber ich muss da rüber. Ja, aber wahrscheinlich noch weiter runter, oder? Guck doch mal. Nochmal. Nee, eben nicht. Also so viel. Oh, stimmt. Gar nicht so weit runter. Muss ich wieder da durch die Tür? Ja, scheint so. Dann spring halt mal. Der eine kriegt Jump uns. On it! Jump on it! Ah, guck mal, jetzt dreht sich der andere hin. Da ist immer der Weg im Blick. Der nach rechts. Da ist immer der Weg im Blick. So, jetzt. Da ist ein Loch. Hey. So. Hier falsch. Oh. Mann, ich hab grad echt Angst bekommen, dass irgendwas. Das will ich befreien? Das ist Hulk. Was? Diese einstößigen Kreaturen wurden von den Menschen angekettet und so Wachhunden abgerichtet. Lass von diesen kann man nicht erwischen, sonst reißen sie sich in Stücke. Kaum vorstellbar, dass. Bla bla bla. Das heißt, ich hab's gespeichert. Man könnte sie zum. Ja, ja. Man könnte sie zum Beispiel befreien und dann würden die alles kaputt machen. Ich muss mich einfach an den Leuten jetzt vorbei schleichen. Wir waren bei Wörter AC zu A. Wie ja, bei Pat waren bei wir. Bei Pat, ja, da musst du jetzt aber was. Nö, warum? Ich hab Pat gesagt. Du hast gesagt immer am Pat. Ja, so. Toll, was soll ich auch immer am Pat sagen? Weiß ich nicht.
Was war denn das jetzt eigentlich für ein Grafikfehler? Nicht mehr am Pad. Nee, aber ohne Scheiß, was war denn das jetzt? Der hat dich einfach gepackt? Ja, gepackt. Ich bin eigentlich in seine Hand geworfen worden vom Spiel. Hast du es gesehen? Also nicht mehr am Pad, war mir jetzt gerade meins. Ja, wir machen es noch bis dahin. Bis wohin? Was immer am Pad? Nee, ja, das war schlecht. Nee, was bei Benny? Was? Wir waren, fangen wir bei Benny an. Hä, warum Benny? Weil ich dann gesagt habe, immer am Pad und du hast gesagt, das ist scheiße. Ja, ich habe daraufhin gesagt, nicht mehr am Pad. Nicht mehr am Pad, ach so. Nicht mehr am Pad. Gibt's ja bloß eins, was dir einfällt. Was? Nee, iPad. Gibt's eigentlich genug. iPad. Ja, hallo. Pat. Apple. Ach, fuck Wo you. Wo bin ich? Wo bist du? Hä? Hä? Nein! Ich weiß nicht, wo das ich war bin. Das Autospeichern von Affen vorhin. Ich bin da oben. Ist gelaufen nach links. Nein, 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 nein. Jetzt da nach links. Da, an den Betten, ey. Was soll denn die Scheiße? Wegen was spielen sie ein Video ein, wenn kein Autospeichern kommt? Deswegen habe ich gar nicht gespeichert. Och Mann, fuck you, Spiel, ey. Du regst mich langsam so richtig auf. Ey, bin ich froh, wenn man die... Ja, wir haben das Spiel durch haben. Mhm. Kannst aber jetzt nach unten klettern und umglotzen, ich weiß ja nicht. Okay, einfach hier runter. Ja. Kacke, egal. Ja, jetzt kommt der Seelesvideo. Ich lauf jetzt hier rum und bin okay. Krass. Ja. So weit war es dann doch nicht. Das hab ich anders in der Runde umgebracht. Guck mal, der hat dich gerade getötet. Ja, ich weiß. Aber wie weit kann der greifen? Auf oben rum. Stimmt. Ohne ist ein Kackerläuse. Ja, und da unten sind auch Kackerläuse. Ich speichere jetzt erstmal. Mann. Ja, aber vielleicht laufen ja oben die Kackerläuse blöder als unten. Wer weiß es, aber unten gibt's ein bisschen Hulk. Und gibt's bestimmt oben auch noch. Hm. Den einen Kakerlaus kannst du ja töten, ne, da machst du Lärm, gell? Hm. Schlimm. Der sticht halt 30 Mal in die scheiß Kakerlaus rein. Ja, und jetzt, ne. Oh, Kacke. Das war gar nicht so schlecht, Mann. Das war cool. Blöde Kakerlaus! Da drüber kommst du nicht. Würde ich jetzt nicht tippen. Weiß nicht, ich bin schlecht im Abschluss. Das jedenfalls nicht ohne, dass man mich hört. Lauf weiter, das war glaube ich die vordere Kakerlaus. Ich höre die doch, wo sind die? Weiß nicht, unten sind auch welche. Ja, schon die unten sein. Da kommt eine, die entgegen. Kakakakakaka. Lalalalalaus. Du siehst mich nicht. Denn du bist ein wahrer Augenschmaus, ich weiß. Links gucken? Ja. Mal runterspringen, ne, du hast ja Leichtfüßigkeit, das heißt, ich höre. Verpennt irgendwas? Ne. Zwei Orks oder drei Orks? Poppen die oder was? Ne, da pennt ein Riesen. Meine. Ach, das ist ein Riesenvieh. Das ist ein Riese, Mann. Der kann schon aber ein Messer auf sein Gesicht werfen. Soll ich dann mal machen oder probier was? Probier mal, du bist schon jetzt oben. Jetzt geht's ab, es kommt die Kakerlaus. Achso, okay. Scheiße, jetzt legt er sich wieder hin. Das heißt, du musst dich einfach an ihm vorbeischleichen. Fertig. Ach komm, fuck! Oh ja, schleich dich an ihm vorbei. Alter Scheiß. Oh, da ist auch noch ein Besen. Ach du Scheiße. Du musst jetzt eigentlich über den drüber springen in das Rohr rein, ne? Alter! Leg dich wieder hin, Mann! Ne? Eigentlich über den drüber springen, oder? Ja, ja. Das auf jeden Fall. Ach, oh, fuck, was ist das, ey? So,
Oh, ein Arschloch. Hä? Aber du musst da rein, oder? Ja, ja. Fuck! Wie machen wir das jetzt am dümmsten? Ich schicke einen Rack her, schön, und das wird ein Besen umstößt. Oder? Das wäre eine Möglichkeit, wenn du einen Rackash nimmst, einen Besen umstößt, dann wird der Rackash von ihm getötet und dann läuft es selber durch. Kann ich nicht ganz links am vorbeilaufen. Aber jedes Mal, wenn ich nah an den reingehe, ja, dann wacht er auf, genau. Der Wichse. Oder rennst du einfach durch. Weißt du, wie ich meine? Einfach durchrennen. Bin sehr wahrscheinlich gleich tot. Warum? Warum? Weil der Typ ein bisschen unberechenbar ist. Ach Quatsch. Ach Quatsch. Hier kurz hier. Klar, Stein. Das ist ein bisschen arg, hä? Das Ding ist auch so komisch programmiert, dass der so auch keine Chance hat. Also wenn ich mich unsichtbar mache. Ich hab beinahe. Aber hey! Weiß nicht. Ich. Müssen wir da rein? Ja. Aber danach war doch ein Gitter, oder nicht? War da kein Gitter drin? Hab's nicht gleich gesehen. Kannst du auch nicht wirklich sehen. Aber ich glaube, da war nicht. Zone verlassen oder so in die Art. Kann das sein? Du stellst so viele Fragen, auf die ich keine Antwort habe. Ich weiß. So viele auf einmal. Ganz schlimm. Wenn du ein Superheld wärst, dann wärst du der Fragensteller. Der Riddler? Ne, das ist der Rätselmann. Ja, ist richtig. Der Fragensteller. Fragen. Und der hat das Kostüm von einem kleinen Kind, das am Bein zu bilden. Aber warum? Aber warum? Warum ist das so? Alter, wie lange ist denn die Kack-Ladepause, ey? Ich hab keine Ahnung. Meine Fresse. Wie machen wir das jetzt? Warum können wir ein Messer werfen? Dann dreht er am Rad. Und wenn du da oben drauf springst. Dann packt er dich. Und nee, und dann runterfallen lässt. An der Kante, weißt du? Und du jetzt ganz links gehst. Probier's mit dem Wreckage aus. Ganz links. Ganz links, also da auf die Kante dann oben drauf springen. Ja, und dann? Ja, und dann spring hoch. Ja, was denn dann? Ja, dann wacht er auf. Was? Ja, oder super. Das ist schön, wenn er durchdreht. Und jetzt? Aber jetzt versuch mal, wenn er sich hinlegt, ob du dann von vorbei kannst. Dann macht er keinen Unterschied. Das ist ja blind, der Typ, Mann. Soll ich jetzt einfach mal durch, oder? Ja, lass mal. Ja. Das ist doch. Weil ich ja dachte, dass du links hochspringen kannst, ich weiß, dass es dann nicht vom Programmieren her. Und dass du dich dann von da oben von der Kante in das Rohr fallen lassen kannst. Nein. Wie nein? Ja, das macht doch keinen Sinn. Wenn du sowieso schon vor dem stehst und dann du warst ja gerade kurz davor hochzuspringen. So bekackt programmiert, wir müssen doch da rein oder was ist denn das für eine Scheiße? Ich kann den doch nicht ablenken oder so. Der steht ja nur auf und der bewegt sich ja nicht, der Wichser. Wenn du das nochmal ein Messer wirfst. Kommt dann in deine Richtung, wenn er steht. Das eskaliert ja erstmal ein bisschen. Ja, wirf mal ein Messer. Weißt du, ob er nun rauskommt? Ich glaube, der sieht doch was. Jetzt hat er sich wieder beruhigt. Der tötet dich hier gleich. Der Kackeimer auch weg wäre, ja. Und jetzt da oben die Kante runterfallen lassen, weißt du? Ja, und dann? Ja, und dann ins Rohr rein. Jetzt schnell rein. Fuck, der Eimer ist aber scheiße. Du musst den Eimer auch weghauen mit dem Wreckage. Das funktioniert sonst nicht. Fuck, wenn die Ladezeit nicht so lang wäre, ey. Jetzt ist doch. Was ist denn das? Wie lange willst du dich denn jetzt noch über den Typen aufregen? Wir wissen doch schon, wie man es machen muss. Einfach den Eimer. Ich weiß nicht, ob es funktioniert. Ja, das funktioniert, auf jeden Fall. Wir standen jetzt genau vor dem Eimer und der ist nicht aufgewacht. Wenn der Eimer weg ist, dann kannst du einfach geschwind durchlaufen. Auf Wiedersehen.
Man muss jetzt den Rack-Ash ganz langsam dahin bewegen und dann den einmal mit wegstoßen oder was. Der packt den Rack-Ash. Du musst alles wegholen. Ja, aber du musst einfach nur langsam hin und dann reißt du einfach gleich alles weg. Was macht die Wolke mit dem Rack-Ash? Ich glaube bei dem Phoenix, weil das ist so. Das sieht also nix. Ja, aber das ist ja so programmiert, dass der sich gleich packt. So muss man probieren. Probier von mir aus. Also ich glaube, es ist erstmal so. Wie macht die Rack-Ash-Wolke? Halt. Mit Dreieck. Wenn du den. Kurz Rack-Ash. So. Mit Dreieck, ja. Ja. Oh, ich habe jetzt mal den. Stell dich mal ums Eck, dass der dich nicht mehr sieht und nicht mehr so ausrastet. Also, das geht gleich. Ja, die bemerken den halt. Jetzt kann ich mich hier dahin, oder? Mhm. Okay. Jetzt will ich einfach ganz langsam da ran. Und durch. Schon gesagt, die ganze Zeit. Von so ein scheiß Arschloch, oder? So ein scheiß Arschloch. Jetzt bist du wieder am Pad, nur weil du mich rausgebracht hast. Ja, und damit starte ich auch in der nächsten Folge. Hihi. Oh. Und ciao. Come on, Rack-Ash. Find Cell 5 for me. And be quick about it. Cell 5. Let's see. Must be right at the other end of the prison. Some kind of dungeon or torture chamber.